Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon gesehen habt, gibt es heute meinen ersten Teil von meinen Jahreshighlights, beziehungsweise fangen wir heute mit den Jahresflops an. Ich denke mir immer, fangen wir erst mit dem Negativen an, dann machen wir das Positive und das bleibt dann auch länger in Erinnerung. Ja, ich hatte ein paar Flops im Jahr 2021, was mein Lesejahr angeht, zu verzeichnen. Leider waren ein paar davon auch Rezensionsexemplare, was mir wirklich leid getan hat im Nachhinein. Aber ich mache das immer so mit meinen Rezensionen, wenn sie wirklich nicht gut ausfallen, dann schreibe ich dem Verlag, dem Autor etc. und frage nach, ob sie dann überhaupt eine Rezension wollen, weil es ja nicht, ja, in dem Sinne rentabel für sie ist, beziehungsweise ich dann ja auch Negatives sage oder überwiegend Negatives sage, wenn es halt für mich ein Flop war. Und ja, wenn die Autoren oder die Verlage mir Bücher zur Verfügung stellen, machen sie das ja auch aus dem Grund heraus, dass ich irgendwo Werbung für sie mache. So ist das halt beim Bloggen. Und daher frage ich dann halt auch immer nach. Sie wird nicht so gut ausfallen, es wird eine Menge Kritik geben, wollt ihr das? Und dann spiele ich denen halt quasi den Ball zu und sage dann, jetzt liegt es an euch, ihr könnt entscheiden, ob ich dann quasi die Rezension, die ich geschrieben habe, hochlade oder nicht. Ich finde, das ist den Verlagen und den Autoren auch fair gegenüber, weil es ihnen ja einfach nichts bringt, wenn ich ein Buch niedermache, das sie gerade auf den Markt gebracht hat oder haben. Und anhand von meiner Bewertung kauft es jemand nicht. Ich meine, auf meinem Kanal, was ich mir persönlich kaufe, das rezensiere ich auch negativ. Das ist mir auch ganz egal, weil ich es mir eben selbst gekauft habe. Aber ich möchte halt nicht, dass sich die Verlage oder die Autoren selbst ins Bein schießen. Ihr könnt mir gerne auch mal verraten, wie ihr das handhabt mit Rezensionsexemplaren, ob ihr das wirklich konsequent durchzieht und alles hochladet, egal ob es gut oder schlecht ist, oder ob ihr da auch Rücksprache und Konversation führt mit demjenigen oder derjenigen, von dem oder der ihr das Buch erhalten habt. Ihr dürft mir gerne mal sagen, wie ihr das mit Rezensionsexemplaren handhabt, ob ihr da Rücksprache mit dem Verlag oder dem Autor, der Autorin haltet oder ob ihr wirklich, ganz egal, was komme, was wolle, alles auch negativ hochladet, um authentisch zu sein. Ich meine, irgendwo ist es ja auch trotzdem authentisch, aber ich möchte halt nicht, dass sich der Autor oder die Autorin oder der Verlag irgendwie ins Bein geschossen fühlt, nur weil sie mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Ja, so. Genug geschwafelt, kommen wir zu meinen Flops. Ich habe sie wie immer auf dem Handy, weil die meisten der Bücher, eigentlich, ja, ich glaube alle der Bücher, nicht mehr hier in meinem großen Bücherregal stehen oder auch teilweise gar nicht mehr bei mir zu Hause sind. Wenn sie mir nämlich nicht gefallen, wandern sie zuerst ins Schlafzimmer, ins Bücherregal und dann gucke ich, ob ich irgendwas bei Rebuy verkaufe, wenn ich mal nochmal so eine Tour mache oder wenn es halt Rezensionsexemplare sind, biete ich die meistens in meiner Insta-Story an, ob sie noch jemand lesen möchte. Dann schicke ich die halt gegen Versandkosten den Leuten zu. Oder ich bringe sie bei meiner Mutter in der Straße zu so einem, wie nennt man das? Ich sag mal Bücherbaum. Das ist halt so wie so ein geschnitztes Teil mit so einer Glasplatte. Und da kannst du halt die Bücher reinmachen und kannst sie halt andere wieder mitnehmen. Und ja, so Bäumchen wechselt dich. Es hat einen Namen, aber er fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Fangen wir jetzt aber mit dem ersten Buch an. Ich habe sie ungefähr chronologisch, so wie ich sie im Laufe des Jahres gelesen habe, abgespeichert, aber schlagt mich nicht. Es kann auch sein, dass mal was vertauscht ist. Ja, das erste Buch, das ich als Flop deklarieren würde, und wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass mir das Buch absolut nicht gefallen hat, obwohl mir die Vorgänger so gut gefallen haben. Bis zur Mitternachtssonne von Stephanie Meyer. Ja. Was soll ich sagen? Wie gesagt, Twilight und Co., das war damals das Nonplusultra für mich. Wegen dieser Buchreihe kenne ich eigentlich meine Mädels, weil wir uns in der Wer kennt wen? Twilight-Gruppe kennengelernt haben. Ja, es gab damals noch Wer kennt wen. Und so lange habe ich meinen Freundeskreis auch schon. Ja. Und ich musste dann das Buch kaufen, natürlich. Auch wenn es
vom Design her gar nicht zu meinen Büchern gepasst hat, weil es ein Hardcover war und meine waren halt alle Taschenbücher. Und dann hat Jana zu mir gesagt, ja, ich lese das, glaube ich, schon seit Anfang des Jahres. Ich komme irgendwie nicht weiter mit dem Buch. Ja, und dann habe ich halt so weit gelesen, wie sie war, und ab da haben wir es dann zusammen weiter durchgeprügelt. Und ich muss sagen, ja, es ist halt quasi Twilight Band 1 geschrieben aus der Sicht von Edward. Und da Edward mich in den normalen Büchern schon ein bisschen mit seiner Mäh-Art genervt hat und ich dann dieses Buch gelesen habe und dann auch die ganzen Gedankengänge von Edward gelesen habe, dachte ich nur so, Edward Cullen, der depressive Vampir. Es ist wirklich so, also es ist wirklich nur Gejammer und Selbstmitleid und es ist nicht, es hat in mir nicht dieses Gefühl ausgelöst wie damals die normale Twilight-Reihe und das fand ich halt sehr schade. Und Jana ging es halt auch so und irgendwann schickte sie mir eine Sprachnachricht und meinte nur so, oh Gott, jetzt beiß sie doch endlich, dann haben wir es hinter uns. Ja, und das fand ich sehr witzig. Und ja, das, darüber haben wir uns auf Instagram auch sehr oft und sehr häufig und sehr, ja, regelmäßig ausgelassen. Ja, ja, ich habe das Buch dann aber auch irgendwann verkauft, weil ich dachte, es nimmt nur unnötig Platz weg. Es ist halt wirklich ein 800 Seiten Schinken, ein großer Hardcover Schinken und ja. Man hatte ja noch das kleinere Bücherregal und dann musste man halt aussortieren. War da halt so. Jetzt hätte es Platz in meinem Regal, in meinem neuen, aber zu spät. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch auf Instagram sehr oft erwähnt hatte, leider auch negativ erwähnt hatte, weil mich diverse Dinge gestört haben. Und zwar war das Jedes Jahr im Juni von, wie heißt sie? Lia Lewis? Ja. Da gab es mehrere Aspekte. Also, vom Klappentext her hatte man das Gefühl oder bekam man vermittelt, dass es um einen Jungen und ein Mädchen geht, die sich jedes Jahr im Juni zum Essen treffen, aber trotzdem das ganze Jahr über befreundet sind und Dinge unternehmen, bla bla blub. Ja, und im Laufe des Buches kam halt raus, oder direkt am Anfang des Buches kam halt raus, dass die nicht mal im selben Land wohnen und dass sie sich quasi nur einmal im Juni treffen an ihrem Geburtstag, weil der halt am gleichen Tag ist. Ja, da war ich schon verwirrt. Dann, wie ihr eben gesehen habt, ist, ich nenne es das Luftballon-Gate, es ist ein gelber Luftballon auf dem Cover. Im Buch allerdings ist der Luftballon rot beschrieben worden. Und ich glaube, über diesen Punkt habe ich mich, ja, das halbe Lesejahr aufgeregt. Und jedes Mal, wenn jemand irgendwo einen Luftballon erwähnt, werde ich drunter verlinkt. Weil ich mich so darüber aufgeregt habe, dass man es nicht mal hinkriegt, als Coverdesignerin oder als Verlag oder als keine Ahnung was. Es haben ja einige Menschen dieses Buch vermutlich gelesen. Warum man denn zum Coverdesigner sagt, mach bitte einen gelben Luftballon drauf. Wenn der im Buch rot ist. Versteht ihr, was ich meine? Bin ich die Einzige, die damit ein Problem hat? Ich habe das Buch zusammen mit Evie gelesen und ja. Wir haben uns eigentlich mehr über das Buch aufgeregt, als dass wir es schön fanden. Ja, die Story an sich war jetzt auch kein Highlight. Mädchen ist in ihren besten Freund verliebt, der heiratet aber und bittet sie, Trauzeugin zu sein. Dass das nicht gut ausgeht, ist wohl klar. Aber ja. Das Buch ist tatsächlich auch in den Bücherschrank gewandert und ja, ich hoffe für Gott, dass irgendjemand sich nicht an so Kleinigkeiten stört wie ich oder derjenige, der es halt rausgenommen hat. Und ja, tat mir auch sehr leid, weil es ein Rezensionsexemplar war, aber was willst du tun, wenn es dir nicht gefällt, ne? Dann ist ein Buch auf die Flop-Liste gewandert, auf das ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe keine Ahnung, ob meine Erwartungen zu hoch waren oder ob ich ja auch was anderes erwartet habe. I don't know. Also es lag tatsächlich nicht am Schreibstil, dass mir das Buch nicht gefallen hat, sondern an der Thematik. Nein, naja, nicht mal an der Thematik, an der Ausführung der Thematik. Nennen wir es mal so. Ja, ich spreche nämlich von Mit dir falle ich von Inka, ich weiß, Lindberg? Ja, Lindberg heißt sie. Die kannte ich schon seit mindestens 3 Jahren von Einfach Inka, ihrem YouTube-Kanal. Und die hat halt jetzt ein Buch geschrieben dieses Jahr und es ging halt um
also ich habe es auch auf Instagram bei ihr verfolgt, wie sie es gerade geschrieben hat. Es geht halt um ein toughes Mädchen, das in einer Männerdomäne studiert, also Maschinenbau studiert. Und ja, so ein bisschen nicht rebellisch ist, aber sie möchte halt so der Welt zeigen, ich bin tough, ich bin stark und ich rocke mein Leben. Und so kommt Inka ja manchmal auch rüber. Sie ist eigentlich ein ganz sensibles Mädchen, macht aber halt oft auf hart und tough und ja. Und ich habe halt so das Gefühl gehabt, dass sie über sich selbst geschrieben hat oder dass sie halt sich selbst in ihre Protagonistin geschrieben hat oder umgekehrt. Und ja, meiner Meinung nach, ja, dieses Mädchen, also die Protagonistin, wollte halt immer tough sein und ich lasse mir doch nicht von einem Mann mein Leben bestimmen und ich lasse mir doch von einem Mann nichts sagen. Und irgendwie, sobald sie sich dann in den Bad Boy natürlich verliebt hat, hat man so das Gefühl gehabt, sie hat all ihre vorher vor sich hergeschobenen Mantras so von jetzt auf gleich so über Bord geworfen und war so dieses naive kleine Dummchen, das ihm hinterhergerannt ist und alles stehen und liegen gelassen hat, nur um für ihn da zu sein, hat sich selbst so aufgegeben. Ja, und irgendwie war das dann nicht die Message, die ich von Inkas Buch erwartet habe, weil im Vorfeld halt, wie gesagt, viel darüber gesprochen wurde auf ihrem Kanal und ich irgendwie was ganz anderes erwartet hatte und da war ich richtig enttäuscht und ich habe das Buch auch zusammen mit Ivy gelesen und der geht es leider genauso. Sie kennt Inga halt auch schon sehr lang und dachte auch, ja, das war nix. Sorry. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich in einer Leserunde mit, ich glaube, Maria von Fernsehwelten gelesen habe. Die hat das organisiert. Und zwar spreche ich von Young Elites. Young Elite, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Da haben wir alle drei Bücher hintereinander gelesen und ich muss sagen, dass ich das letzte schon gar nicht mehr weitergelesen habe, weil mir die Protagonistin so dermaßen auf den Keks gegangen ist. Die, ja, also am Anfang war sie so eine Badass-Protagonistin. Ich dachte so, yeah, Frauen an die Macht und geil, tritt den Jungs mal in den Arsch. Aber irgendwann wurde sie halt immer böser. Und man konnte ihre Handlungsweise gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, und dann habe ich halt zu einer aus der Leserunde gesagt, du, sag mir bitte, wie es ausgegangen ist und ja, ich werde es nicht weiterlesen. Ja, dementsprechend sind die Bücher halt auch wieder ausgezogen. Die habe ich alle drei auf einen Schlag bei Rebuy verkauft. Ja, es geht irgendwie um ein Mädchen, das hat eine besondere Gabe und die Menschen in dem Land, die diese Gabe haben, sind eigentlich Ausgestoßene und werden verachtet. Und ja, im Laufe der Bücher soll halt irgendwie so kommuniziert werden, dass die eigentlich eine Gabe haben und die von den Göttern erhalten haben. Und dass das eigentlich was Gutes ist, aber dass ihre Lebenszeit halt minimiert ist. Und ja, irgendwie, ich konnte mich nicht in die Geschichte hineinversetzen. Und es tat mir auch echt leid, weil die Geschichte ist geschrieben worden von Marilou. Und die Legend-Reihe, die sie geschrieben hat, hat mir ja so gut gefallen. Und es lag dann auch jetzt wirklich nicht am Schreibstil, sondern wirklich nur an der Protagonistin und ihrer Handlungsweise, die für mich halt null nachvollziehbar war. Und irgendwie hatte ich auch so gar keine Person, die ich in dem Buch mochte. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir fällt es dann immer super schwer, ein Buch weiterzulesen. Ja, wie gesagt, ist schon wieder ausgezogen. Das ist ein unnötiger Staubfänger, der in meinem Regal stehen würde. Ich wusste, dass ich die nie wieder lesen würde. Wie gesagt, ich habe ja auch den letzten Band abgebrochen. Und ich breche echt selten Bücher ab. Dieses Jahr habe ich tatsächlich nur 2 abgebrochen. Dieses hier und dann jetzt noch All I Want for Christmas von Julia Karstein, weil ich mich da echt auch mit der Protagonistin gar nicht identifizieren konnte. Ich konnte mich nicht in die reinversetzen, die hat mich nur noch genervt. Und dann haben wir gesagt, lassen wir's. Last but not least habe ich noch ein Buch von euch, das leider auch ein Rezensionsexemplar war. Und da habe ich aber im Verlag abgemacht, dass ich die Rezension trotzdem hochlade. Und zwar ist das von Max und Jakob, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von ihrem Podcast. Nennt sich das Buch Vatermilch. Und da geht es halt irgendwie so um die zwei Jungs, die halt beide Väter geworden sind. Und die erzählen halt so ein bisschen von ihrem
Leben als Papa, weil die auch sehr unterschiedlich sind beide. Ja, ich habe mir da irgendwie was anderes vorgestellt. Irgendwie war es schon wieder Podcast, aber irgendwie, ja, war es auch so ein bisschen interviewmäßig. Und ja, manche Aussagen, ich weiß nicht, ob es Max oder Jakob war, die fand ich so grenzwertig. Da war ich echt kurz davor, das Buch auch abzubrechen. Da war zum Beispiel, der eine ist halt so ein bisschen der behütete, fürsorgliche Herzchen-Augen-Papa und der andere ist halt so, ja, ja, passt schon. Ja, und da hat er dann irgendwie gesagt, ja, Männer, ihr müsst nicht mit zum Frauenarzt gehen, um euch einen Ultraschall anzugucken, bliblablub, das ist völlig überwertet, das macht keinen Spaß und tralala, lasst das einfach. Und da denke ich mir so, Junge, du kannst doch so eine Aussage nicht auf ein Buch, im Buch abdrucken lassen. Ich meine, ich bin auch Mama. Meine Kleine ist jetzt anderthalb, das heißt, sie wurde mitten in Corona geboren und meine Schwangerschaft war halt auch zu den Anfangszeiten von Corona, sage ich mal. Und da hieß es auf einmal, mitten in der Schwangerschaft, ja, der Vater darf jetzt nicht mehr mit zur Untersuchung. Und das fand ich so schlimm, weil, ich meine, es war ja auch sein, oder ist ja auch sein Kind und man will ja irgendwie auch mit dem Vater das irgendwie teilen und ich meine, das Kind ist in meinem Bauch und der Mann kriegt ja so gar nicht viel mit, außer wenn es mal tritt, was Marla in meinem Bauch kaum getan hat. Also man hat es vorne nicht gespürt. Und erst ganz spät hat man mal so ein paar Tritte gesehen, aber so, dass der Fuß so rauskam und sowas wie im Film, nee, oder wie ich bei anderen auch gesehen habe, das war halt bei mir leider nicht. Und er hat sie, glaube ich, auch nur einmal treten spüren. Und gerade dann fand ich es halt so schlimm, dass der Vater nicht mehr mit durfte. Ich habe jedes Mal mit dem Handy da gesessen und habe den Ultraschall quasi gefilmt, damit ich ihn später ihrem Papa halt zeigen konnte. Und das, ja. Da fand ich es halt sehr furchtbar, dass solche Aussagen getroffen werden, dass man den Männern abrät, da mitzugehen. Und ja, es waren mehrere so Aussagen, die gefallen sind, wo ich dann auch dachte, nee. Ich habe dann, glaube ich, 2 Sterne vergeben, einfach nur, weil ich die Jungs halt sympathisch finde, in der Regel, und den Podcast halt auch mag. Aber ja, das ist halt auch schon direkt wieder ausgezogen. Ich wollte es eigentlich erst wegwerfen, weil ich dachte, sowas unterstütze ich nicht. Aber dann habe ich es auch in den Bücherbaum gebracht und dachte so, ja, vielleicht findet sich ja irgendein Neupapa, der sich das anhören will und vielleicht nicht so engstirnig ist wie ich. Ja, so war das. Das war es jetzt auch schon mit meinen Flop-Büchern. Es gab natürlich noch ein paar, die ich nicht so cool fand, aber das waren für mich halt jetzt keine Flops. Ich wollte eigentlich auch All I Want for Christmas mit aufnehmen, aber ja, ich habe es jetzt kurz erwähnt, weil ich nicht 2 abgebrochene Bücher jetzt in die Kamera halten wollte. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt gleich darauf, das mache ich nämlich im Anschluss, das Highlight-Video zu drehen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim Highlight-Video wieder ein. Da wurden es ein paar mehr. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher. Eigentlich sind es 7, aber ich erzähle euch von 6 Büchern. Aber warum, das erzähle ich euch immer im nächsten Video. Ja, schaltet also wieder ein. Folgt mir gerne bei Instagram, dann seht ihr auch immer, was so in der Zwischenzeit bei mir so los ist. Und dann sage ich schon mal Tschüss!